Moin ihr Lieben und herzlich willkommen auf dem Flug von Luxor nach Kairo. Wir waren in Kairo, um uns die berühmten Pyramiden anzuschauen und haben dabei auch ein wenig die Stadt erleben dürfen, wo der Verkehr wirklich chaotisch ist. Etwa 25 Millionen Einwohner hat Kairo und mindestens 500 Moscheen. Deshalb nennt man Kairo auch die Stadt der 1000 Minarette. Und nun wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß hier mit uns in Kairo. In Kairo kann man, was die Autos betrifft, viele alte Kaschemmen sehen, aber wie man hier sieht, auch einige Nobelkarossen. Ja, ihr Lieben, wir hoffen natürlich, dass euch unser kleines Video gefällt. Und wenn es so ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Dafür einfach die Glocke aktivieren und nicht vergessen, unser Video auch zu liken. Thank you.
den Häusern ist es in Kairo schon sehr komisch. Manche sind halb fertig, aber im vierten Stock wohnt schon jemand, während im dritten noch gebaut wird. Wenn man sich den Verkehr hier so anschaut, dann möchte ich in Kairo kein Auto fahren, denn jeder fährt, wann er will, wohin er will, wie schnell er will. Wenn man über die Straße möchte, dann allerdings kann man einfach laufen, denn darauf achten die Autofahrer. Sowas wie ein TÜV scheint es hier in Ägypten nicht zu geben, denn hier fahren die ältesten Kaschem jeglichen Zustands durch die Straßen. Zum Schluss unseres kleinen Videos werfen wir noch einen Blick ins Barcello Kairo Pyramids Hotel. Hier haben wir für die nächsten zwei Tage übernachtet und ich kann euch sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Ein sehr, sehr schönes Hotel, wie ihr sicher auch gleich sehen werdet. Zimmer 416 war unser Zimmer. Sehr groß und sehr bequem, aber das erste Hotelzimmer, in dem wir kein Fenster hatten. Mit diesen Bildern kommen wir dann auch so langsam zum Ende unseres kleinen Videos. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir uns zum Beispiel die Pyramiden anschauen. Bis dahin bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt oder werdet gesund.